Allgäu TV Spezial. Andi spielt dann hier quasi auf Tim, Tim wieder raus auf Domi. Luca, du spielst gleich nach oben, das heißt Tim spielt wieder hier rein, okay? Auf Dennis, du bist vom Tim. Für mich ist Fußball einfach ein super Teamsport, wo alle im Prinzip immer zusammenhalten müssen. Man kann sich Sportarten vorstellen wie Tennis, alles, wo man sich selber auf was vorbereiten kann, was auch riesen Spaß macht, aber einfach der mannschaftliche Zusammenhalt und gerade wenn man noch im Spiel zusammen ist, dann drum spiele ich Fußball, wenn es einfach noch eine große Runde deutlich mehr Spaß macht zum Gewinnen und zum Verlieren. Verlieren ist aber nicht das sportliche Ziel von Spielführer Dominik Dieing und seinem Team, der ersten Mannschaft des FV Rot-Weiß Weiler. Und darum wird hart trainiert, um an die sportlichen Erfolge aus der Vergangenheit anzuknüpfen. Und diese Vergangenheit ist lang. 100 Jahre gibt es den Verein in Weiler-Simmerberg schon. Die Vereinsgründung, und das ist ja auch der Anlass des Jubiläums, war genau am 8. Juli 1920. Nachdem bereits in den Jahren zuvor so ein wildes Kicken auch innerhalb der Jugend stattgefunden hat. Und so hat sich dann allmählich die Jugend auch organisiert. Das heißt, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Männer, junge Männer, die einfach Fußball spielen wollten. Und das Fußballspiel wurde eigentlich zu dieser Zeit erst so populär. Josef Albinger war der erste Vorsitzende des Vereins. Viele der jungen Männer waren damals Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Disziplin und Pünktlichkeit waren etwas sehr Wichtiges und vielleicht auch eine gewisse Härte. Seitdem passierte viel in dem Verein Rot-Weiß Weiler. Aufstiege und Abstiege, Testspiele gegen Profimannschaften wie Kaiserslautern oder Borussia Dortmund 1996. Ja, also eines der größten Highlights war sicher für uns der Aufstieg in die Landesliga in einem sehr dramatischen Spiel mit unserem Konkurrenten Lindenberg, also Fernduell. Und am Schluss gaben ein paar Sekunden den Ausschlag, wo wir einfach um das eine Tor dann besser waren, um ein Tor. Und das zweite war sicher der Empfang von Borussia Dortmund, damals als deutscher Meister hier mit 6.500 Zuschauern auf dem, in der Fläche, mit unserem Karl-Heinz Riedle natürlich, wo aus dem Verein kam. Das war so nur ein Zusatz, wo sich der Karl-Heinz Riedle in seinen Vertrag damals mit Eibauer lassen hat, dass wenn er den Vertrag in Dortmund verlängert, dass Borussia Dortmund hier spielt mit den ganzen Größen, mit Julio César, mit Reuter, alles was damals Rang und Namen gehabt hat, also mit der Meistermannschaft. 2:7 verlor der FV Rot-Weiß Weiler gegen den damaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. Ganz besonders stolz ist der Verein auf seinen ehemaligen Spieler Karl-Heinz Riedle. Er spielte ein Jahr in Weiler, bevor er zum FC Augsburg wechselte und seine Profikarriere bei Blau-Weiß Berlin begann. Danach wurde er dreimal deutscher Meister, einmal mit Werder Bremen und zweimal mit Dortmund. Mit der Borussia gewann er auch die Champions League und wurde 1990 mit Deutschland sogar Weltmeister. Der FV Weiler war ein Sprungbrett für ihn. Ja, weil ich sage ich mal, durch die Erfolge, was wir hier mit der B-Jugend damals auch gehabt haben, ist natürlich dann die eine oder andere Mannschaft auch auf mich aufmerksam geworden. Auch, ich glaube, so zwei, drei andere Spieler waren auch noch im Fokus. Und ich habe es dann mit dem Probetraining, ja, das der Joachim Zwerger damals organisiert hat, das war unser Trainer zum damaligen Zeitpunkt. Darum war es eigentlich schon ein Sprungbrett für mich. Also es war, wie gesagt, eine tolle Zeit und auch ein Sprungbrett. Manchmal kommt er auch heute noch hierher zu Besuch. Mit dem aktuellen ersten Vorstand Udo Heinrich geht er über den Platz und erinnert sich an die Zeit von damals. Das war eine wahnsinnig gute Mannschaft damals. Wir waren in, ich glaube, sogar zweithöchste Klasse hier in Baden-Württemberg oder Bayern war es damals. Und ja, wir hatten eigentlich eine super schöne Zeit miteinander alle und es war echt eine gute Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Es gibt aber auch ganz heimliche Stars im Verein. Stars, die im Hintergrund die Fäden ziehen und ohne die hier gar nichts laufen würde. Rudi Mellert und seine drei Kollegen zum Beispiel, die kümmern sich hier um den Rasen und die gesamte Spielstätte. Ja, wir machen quasi alles vom Düngen im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Dann mähen wöchentlich, dann die ganze Pflege um die Plätze herum, um die drei Plätze, wo wir haben.
Also wir sind zu dritt und zu viert oft die ganze Woche beschäftigt. Streue, Linienzieher, halt alles, was anfällt. Ja, ich war erst in Lindenberg aktiv und dann habe ich in Weiler geheiratet und seit dem Zeitpunkt bin ich im Verein tätig, als Spieler, als Trainer, als Betreuer, als Platzwart, als Seele von Verein. Als Freude und Leidenschaft, muss man dazu sagen. Und diese Leidenschaft sieht man auch an der Qualität der Arbeit. Man muss nur auf dieses Grün blicken. Der ehemalige Installateur Helmut Baumann ist für die Bewässerung zuständig. Drückt er auf den Knopf, heißt es Wassermarsch. Von einer solchen Bewässerungsanlage können andere Vereine nur träumen. Die vier Pensionisten verbringen einen Großteil ihrer Freizeit auf dem Platz. Das Mähen ist nicht das Einzige, was es hier zu tun gibt. Auch das Linieren und viele andere Dinge gehören dazu. Seit 48 Jahren macht Rudi Mellert diesen Job nun schon. Ich bin mit dem Fußball so verbunden, seit ich in Weiler bin und es macht Spaß, die Kameradschaft ist toll, der Zusammenhalt ist hervorragend, also gibt nichts Schöneres. Und wir sind immer in der freien Natur, wunderschön. Auch Rita Rothaas ist einer dieser heimlichen Stars, ebenfalls schon seit vielen Jahren. Sie wäscht die Trikots der ersten Mannschaft. Die Liebe hat sie zum Verein gebracht. Zum Dresswaschen, wie das dazu gekommen ist. Das ist so, das ist eigentlich eine Liebe zum Verein. Der Verein habe ich praktisch mitgeheiratet. Ich habe meinen Mann und meinen Schwager, die sind aktiv im Verein und haben den Verein mit aufgebaut und sind immer schon mit dabei. Und durch die Heirat bin ich in eine Fußballerfamilie gekommen und der Schwager hat mal jemanden gesucht, der Trikot wäscht. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Seitdem macht Rita Rothaas diesen Job. Zuvor hat es ihre Schwiegermutter gemacht, auch über mehrere Jahrzehnte. 20 Trikots bekommt sie jede Woche nach einem Spiel. Diese können oft ganz schön dreckig sein, vom Geruch der Sportkleidung ganz zu schweigen. Manchmal, wenn sie auf den Kunststraßen gespielt haben, dann geht es ganz schnell, dann schmeißt man es in die Maschine, holt es raus, hängt es zum Trocknen auf. Und dann wird es zusammengelegt und wieder weggeräumt. War aber das Wetter schlecht und sie haben auf einem Rasenplatz gespielt, dann muss man erst mal aussortieren, welche Teile eingeweicht werden, vom Dreck befreit werden, geschrubbt, manchmal sogar zweimal gewaschen. Wenn sie so reinrutschen wie so manchmal im Kampf und dann ist die Erde richtig im Gewebe drin, da ist man schon manchmal mit der Handbürste dran. Diesmal ist es Gott sei Dank nicht so schlimm. Das Wetter war gut beim letzten Spiel. Nach dem Trocknen werden die Trikots fein säuberlich zusammengelegt mit der Nummer nach außen, sodass die Spieler das Dress mit ihrer persönlichen Rücknummer sofort finden. Dann wird alles eingetütet und in eine Sporttasche gepackt. Zur selben Zeit werden auf dem Platz die Tore aufgestellt fürs heutige Training. Ein letzter Check des Netzes. Fertig. Die Platzwarte gehen nun in den wohlverdienten Feierabend. Jetzt wird der Platz für die Spieler freigegeben. Man kann sagen, hier in Weiler ist ein Haufen beieinander. Alle rundherum um den Sportplatz, sei es die Leute, die sich darum kümmern, dass der Platz sauber beieinander ist, die Leute, die jetzt im sportlichen Vorstand sind, die in der Teamleitung sind, bis zu uns Spieler von der ersten und zweiten Mannschaft, haltet alle super zusammen. Es gibt immer schöne Feste beieinander, was auch wichtig ist in einem Fußballverein. Und daher, das passt einfach bei Rot-Weiß Weiler sehr gut. Und dann ist natürlich das sportliche Niveau, was man hier spielt mit der Landesliga, sehr, sehr attraktiv, sei mal auch für die Zuschauer, die hier zugucken können. Bevor die erste Mannschaft kommt, kommen erst die Kids zum Training. 8 Nachwuchsmannschaften spielen bei Rot-Weiß Weiler. Die Kinder und Jugendlichen sind im Alter zwischen 4 und 18 Jahren. Um später mal ein guter Fußballer zu werden, muss man früh genug mit dem Training beginnen.
19 Uhr, jetzt beginnt das Training der ersten Mannschaft. Das Team spielt in der Landesliga, die zweithöchste bei den Amateuren. Das Training ist hart, doch von nichts kommt nichts. Aufwärmen, dehnen und dann geht's an die ersten Pass- und Koordinationsübungen. Dann wird der Abschluss trainiert. Tore sind hier gefordert, denn nur damit kann man gewinnen. Aber auch die Abwehr ist wichtig. Tormann Lasse Fink hält seinen Kasten sauber. Als Spielführer ist der 28-jährige Dominik Dieing Vorbild und Vermittler zwischen Spielern untereinander und auch dem Trainer. Schlussendlich muss man zwischendurch mal wieder schauen, dass alles in die richtige Bahn läuft. Natürlich ist es immer schwierig. Und ein Trainer, der hat es immer schwierig mit 20 Leuten nachher irgendwo alle Spieler zum Treffen. Da gibt es noch immer Leute, die mal, sagen wir mal, wegen Hintertreffen geraten und nachher sich etwas unrecht behandelt fühlen. Und nachher muss man natürlich ein wenig koordinieren. Aber das ist, denke ich mal, klar, wenn man junge Spieler hat, die 18 sind, dann kommen aber andere Spieler, die sind halt schon 32 und eingesessene Hase. Eine verantwortungsvolle Aufgabe für den ehrgeizigen Spieler. Denkt man einmal genau darüber nach, dass es diesen Verein schon seit 100 Jahren gibt, fragt man sich, wie es möglich ist, einen Verein so lange erfolgreich aufrechtzuerhalten. Was bedeutet der Verein den Mitgliedern? Viel Leidenschaft, also die Zugehörigkeit und es ist halt einfach ein super Umfeld und super Zusammenhalt. Also es könnte nicht besser, nicht schöner sein. Ja, ich meine, die Verbundenheit ist immer noch da, obwohl ich natürlich viel weg war jetzt. Und es sind viele Leute, die mit mir damals noch in der Mannschaft auch gespielt haben, unter anderem auch der Udo, jetzt hier noch in der Funktion. Ich habe den Verein Rot-Weiß-Weiler mitgeheiratet, weil ich in eine totale Fußballerfamilie reingeheiratet habe. Mein Mann, seine zwei Brüder, die waren also nicht nur Fußballspieler, sondern die waren mit dem Herz, mit dem Verein verbunden. Man ist mittags heim, hat den Schulranzen in den Winkel geschmissen und ist aufs Feld und hat Fußball gespielt. Und zwar etwas fünf, sondern wir waren dann einfach 20. Da hat es nur Fußball gegeben. Ich bin hier zwar kein einheimischer Weiler noch, gehöre eigentlich aber schon dazu. Wir haben schon viele Spiele absolviert, wo man gesagt hat, eigentlich spielt hier nur noch 11 Weiler noch. Dabei waren jetzt 10 einheimische Weiler noch und ich war dabei. Und einfach die ganzen Jungs, die hier drumherum sind, da habe ich richtig viele gute Kumpels jetzt auch gefunden. Und darum bedeutet mir der Verein, wo jetzt schon viele Spieler mit mir schon seit 9 Jahren dabei sind, sehr viel. Genau diese Liebe zum Vereinsleben wird wohl das Erfolgsgeheimnis sein für 100 Jahre FV Rot-Weiß-Weiler. Und auch der Fleiß, der Einsatz und der Zusammenhalt der Mitglieder. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb der weißen Linien.